Aber nicht vergessen, die Pflanzen sind keine Wasserpflanzen. Also nicht mit denen anfangen zu baden. Auch wenn vielleicht die Verlockung ziemlich groß ist und du deine Pflanzen so sehr liebst. So werde ich ganz bestimmt nicht mehr meine Auberginen, Paprikas und Chilis mehr anbauen. Wie ist die beste Art, seine geliebten Nachtis anzubauen? Bei einigen Ausgeburten der Höllen von den Chilisorten kann man weniger von Liebe sprechen. Mehr eine Duldung. Die dulden mich, nicht andersrum. Es soll ja tatsächlich Menschen geben, die ja sehr gerne scharf essen. Ich gehöre definitiv nicht dazu. Nichtsdestotrotz möchte ich euch meine Erfahrungen teilen, wie man am besten diese Nachtschattengewächse denn überhaupt anbaut, ohne halt dann durch die langen Kulturzeiten so einen großen Frust zu haben, weil man sie jetzt an den falschen Ort reingesetzt hat. Es ist nicht direkt ins Freiland oder auch teilweise ins Gewächshaus, sondern, wie es in Balkonien üblich ist, man setzt sie einfach in Kübel oder größere Eimer oder in ein Hochbeet bzw. Hügelbeet. Warum das Ganze? Ganz simpel. Es ist einfach so. Die drei Kulturen kommen aus fernen Gefilde, da wo es ein bisschen wärmer ist, als es hier zum Teil ist und das ganze Jahr über, und zwar den Tropen, und da mögen sie es halt gerne warm und auch mit einer hohen Luftfeuchtigkeit. Wie ich bekommen sie an kalten grauen Tagen mehr das Grauen und an sonnigen Tagen schöner blauer Himmel. Da freuen sie sich mit ihrem Wachstum, wenn sie auch genug Wasser da haben. Außer natürlich, es wird zu heiß, denn in der Wüste mögen sie auch nicht wachsen. Und ja, 35 Grad in einer Dachgeschosswohnung mit Arschwasser ist auch nicht geil, ne? Zum Glück lebe ich nicht in so einer Wohnung. So, kalte Füße ist für diese Pflanzen auch sehr unangenehm. Bedeutet, wenn die Erde kalt ist, können sie in einen Wachstumsstopp kommen. Und das kann ziemlich knifflig werden im Frühjahr, wenn wir sie dann raussetzen möchten, zum Beispiel Mai. Mai, okay, ist gute 20 bis 25 Grad, schön Sonne, kein Frost, und wir haben jetzt zum Beispiel wie ich eine Mulchschicht drauf, dann kann es dann höchstwahrscheinlich so sein, dass der Boden nicht richtig aufgewärmt ist, und wir glauben zwar, okay, die Außentemperaturen sind eigentlich schön warm, unterschätzen vielleicht noch ein bisschen die Nachttemperaturen, weil der Unterschied so stark ist, okay, und setzen dann einfach die Pflanzen rein, ist dann doch ein bisschen kühl für die und der Boden ist nicht ganz so warm. Und dann bekommen sie einen Wachstumsstopp und dann wundern wir uns, warum es dann wochenlang dauert, bis die Pflanze mal wieder gut heranwächst, weil sie dann einfach in ihrem jetzigen Stadium bleibt. Solche Fehler machte ich natürlich auch, habe mich dann immer gewundert, warum dann einige Pflanzen dann immer so klein und mickrig bleiben, und das ging auch so weit, dass sie dann über den ganzen Sommer eigentlich nie richtig wuchsen oder dann hinten raus dann erst im September dann mal irgendwie einen Wachstumsschub bekommen haben und dann in die Blüte gehen, wo du denkst, okay, jetzt ist schon ein bisschen zu spät. Das ist halt ein Nachteil von Mulchen, dass halt der Boden dann nicht ganz so schnell aufgewärmt wird. Kann man gegenwirken, wenn man sich mal vorher einen Plan macht, wann man die Auberginen und Paprikas aussetzen möchte, sondern vielleicht dann eine Woche vorher mal das Mulchmaterial an den Stellen wegmacht, damit sich dann der Boden durch die Sonnenstrahlen dadurch aufwärmen kann. Sonst die ganz anderen Vorteile würde ich nicht missen wollen beim Mulchen, vor allem dann bei den Dürresommer, weil die Pflanzen auch ausreichend eine Wasserversorgung benötigen und so verdunstet halt durch die Mulchschicht das Wasser nicht so schnell und nicht so stark, sondern die Pflanzen haben das ganze Wasser zur Verfügung, und genau die Kulturen brauchen auch das Wasser, damit sie halt schön kräftig wachsen können. Wenn sie das mal nicht haben, dann wird es ein bisschen kritisch mit denen. Im Freiland oder im Gewächshaus kann ich das schon eher gewährleisten, dass die Pflanzen gute Wasserversorgung haben, weil sie ja im Boden drin sind, können dann auch tiefer wurzeln. Ist halt ein Nachteil vom Kübel, wo ich dann regelmäßig dann schauen muss, dass die halt dann ordentlich Wasser haben. Kann auch sein, dass du dann jeden Tag, wenn wir wochenlange 35 Grad zum Beispiel haben, oder sagen wir mal 30 Grad plus, dass du dann die ganze Zeit deine Pflanzen gießen musst, und das kann dann auch schon sehr aufwendig werden. Dann musst du dann mal ein bisschen gucken. Aber Vorteil wirklich bei so einer Kübelkulturen: die sind erstens erhöht, wenn die Sonne von außen drauf scheint, dann erwärmt sich der Topf und der Wurzelbereich halt, weil der halt nicht im Boden drin sind, sondern oberhalb vom Boden. Das heißt, die haben dann die schöne Wärme und die wachsen immer bei mir im Kübel schneller heran, sind ein, zwei Wochen früher dran mit der Blütenbildung als die Pflanzen, die ich bei mir in den Folientunnel oder ins Freiland reinsetze. Selbst die Pflanzen, die ich ins Hochbeet reinsetze, haben so noch einen kleinen Vorsprung, wenn ich sie in die Kübel reinsetze oder in größere Eimer. Diese Erhöhungen machen auch sehr viel aus, wodurch die Pflanzen auch meiner Meinung nach viel besser in einem Hochbeet wachsen können, weil ja die Sonne auch wieder von außen drauf scheint und dann auch wieder in den Erd- und Wurzelbereich so schneller mit aufwärmt.
Wahlweise kannst du im Hochbeet nochmal zusätzlich improvisieren, indem du zum Beispiel ein Vlies drüber machst, ein Gemüseschutznetz oder ein bisschen improvisierst und ein eigenes Frühbeet aufbaust, vielleicht mit Fensterscheiben, die du irgendwo kostenlos herbekommst und so halt dann mal kühlere Temperaturen ein bisschen besser überbrückst. Das ist halt ein schöner Vorteil von Pflanzen, die in einem Topf ist, in einem Kübel, die du dann einfach dann rumtragen kannst. Es kann mal sein, dass du mal Spätfröste bekommst oder mal die Fröste zu früh kommen oder mal kühle Tage mal zwischendrin mal mit eingeworfen kommen, wo du denkst, okay, ist vielleicht nicht ganz so gut für die Auberginen, und in so einem Kübel kannst du dann nochmal in die Garage reinstellen oder bei dir in die Wohnung und einfach nur zur Sicherheit, damit sie halt eine konstante Wärme haben, damit sie jetzt vielleicht nicht unbedingt einen Schock bekommen. Ist halt ein bisschen schwer bei Pflanzen, die fest im Hochbeet drin sind oder auch im Freiland, die da irgendwie rauszuholen. Dann wirst du wieder Wurzelschäden verursachen, nicht so optimal. Besonders bei sehr scharfen Chilis, beispielsweise wie die Carolina Reaper, wo es dann auch sehr sinnvoll sein kann, dass du hinten raus die Pflanzen nochmal irgendwo in einem geschützten Bereich stellen kannst. Je schärfer die Chili ist, desto länger ist die Reifezeit von der Pflanze und es kann dann hinten raus dann ein bisschen spät werden. Von daher, wenn du die dann am Kübel anbaust, kannst du sagen, okay, kannst du noch bei mir irgendwie an eine Fensterbank oder an die Terrassenwandgroßfenster nochmal hinstellen. Dann können sie nochmal gut nachreifen. Oder ich stelle sie dann von der Terrasse einfach bei mir ins Gewächshaus mit rein. Mit einem Doppelstegplatten-Gewächshaus. Da ist noch ein bisschen wärmer als zum Beispiel in einem Folientunnel. Würde auch funktionieren. Ein sehr guter Ort, wo du die zeitweise reinstellen kannst, wäre zum Beispiel ein Badezimmer. Aufgrund des Raums und dessen Konstruktion ist halt die Luftfeuchtigkeit besser. Und die Pflanzen lieben halt eine höhere Luftfeuchtigkeit. Aber nicht vergessen, die Pflanzen sind keine Wasserpflanzen. Also nicht mit denen anfangen zu baden. Auch wenn vielleicht die Verlockung ziemlich groß ist und du deine Pflanzen so sehr liebst, dass du gerne mit ihnen dieses Erlebnis hättest. Weil wir gerade bei den Chilis sind, glaubt ihr, irgendwann gibt es für sehr scharfe Sorten einen Waffenschein oder ähnliches, dass du die Sachen nicht einfach so erwerben kannst? Gibt ja schon, ich nenne sie mal, Menschen mit besonderen kognitiven Fähigkeiten, die sich solche richtig scharfen Hot Chips reinhauen und daraus eine Herausforderung, eine Challenge machen und deswegen im Krankenhaus landen. Vielleicht aus dessen Schutz? Es gibt eine Anzeige wegen Beleidigung. Deutschland, das Land der Bürokraten und Motzer. Noch mehr Bürokratie geht ja immer. Da wird auch so eine Regel nichts ausmachen. Wenn du dich jetzt auch klug dafür entscheidest, deine Auberginen, Paprikas und Chilis richtig schön effektiv und effizient anzubauen, dann nutzt du am besten einen Topf, der mindestens 50 bis 60 Liter aufweist und so einen Durchmesser von gut 60 cm. Da würden die sich am besten entwickeln. Natürlich kannst du auch die Formate ein bisschen kleiner machen, aber dann wirst du dann auch etwas kleinere Früchte ernten, auch kleinere Paprikas. Kann natürlich auch von jemandem ein Vorteil sein, anstelle von einer 40 cm Paprika so eine 10 cm große Paprika zu essen. Mag halt nicht jeder sehr groß, oder auch bei den Auberginen gibt es welche, die mögen halt mehr die kleineren, weil sie dafür eine Verwendung haben anstelle von den größeren. Also einfach gucken, je größer der Topf ist, desto besser natürlich auch für die Entwicklung von der Pflanze. Erde würde ich jetzt zum Beispiel empfehlen, ich habe meine eigene Komposterde, dass du die zum Beispiel nutzt, tust ein bisschen aufbessern, tust einmal so einen Grasschnitt mit rein organisches Material, Küchenreste, Pflanzenkohle kannst du mit einarbeiten, die zum Beispiel aktiviertes Urgesteinsmehl, vielleicht ein bisschen Mist unten mit rein. Achte auch auf eine Drainage, dass das Wasser gut abfließen kann. Also das heißt, wenn du Töpfe selbst herstellen möchtest, zum Beispiel solche Mörteltöpfe, die ich nutze, bohr bitte Löcher rein, weil wenn da mal Wasser drin staut durch den Regen, ist vielleicht auch nicht so gut für die Pflanzen. Mit einer Wurzelfäulnis, also unten Löcher machen, vielleicht dann mal so holziges Material unten reinmachen oder ein paar Steine, damit das Wasser ein bisschen abfließen kann. Und dann sich über die Ernte. Du kannst dann auch später mit Protoplasmawasser oder mit Brennnesseljauche gießen. Letztlich habe ich interessante Videos gesehen, wo man solche Erdtöpfe hat. Das sind solche Töpfe, wo von außen Luft rankommt und dadurch die Erde und die Wurzeln mehr an Sauerstoff kommen und das Wurzelwachstum dadurch auch nochmal verbessert wird. Die Sachen werde ich euch auch unten in der Videobeschreibung verlinken. Könnte für den einen oder anderen ziemlich interessant sein, derjenige, der das Geld zum Beispiel übrig hat. Vielleicht könnte man ein bisschen auch die jetzigen Töpfe umfunktionieren und Löcher reinbohren. Mal schauen, ich habe ja genug Töpfe. Wäre mal interessant. Aber es ist kein Wunderwerk, warum die Pflanzen dadurch besser wachsen. Man muss es halt nur wissen, warum. Falls du die Möglichkeit hast, deine Paprikas, Auberginen und Chilis überwintern zu können, bei gut, ich sag mal, rund 10 Grad im Dunkeln, dann kannst du sie in den Töpfen einfach
komplett abschneiden, die Blätter wegmachen, damit sie im Winter keine Photosynthese betreiben können und deshalb absterben, weil sie das dann fehlschlägt. Also einfach die kranken Blätter entfernen, nur noch eigentlich die Triebe stehen lassen, alles runter machen und dann bei dir zum Beispiel ins Winterlager einquartieren lassen. Kannst du testen, funktioniert auch bei den Leuten, so kannst du dann wunderbar überwintern, was auch ein sehr schöner Vorteil ist, wenn du die zum Beispiel in einem Kübel ransetzt. Wenn man sehr viel falsch macht, eine große Zeitverschwendung ist und da gehören halt die sehr scharfen Chilis und auch die Auberginen leider mit dazu und das bezieht sich halt vor allem in dem Punkt, wenn man die jetzt ins Freiland reinsetzt, weil da kann es aber wirklich bei mir zum Beispiel manchmal ein Münzwurf sein, ob das was wird oder nicht. Video habe ich da jetzt genauer erklärt, unten auch in der Videobeschreibung verlinkt oder auch hier irgendwo in der Infokarte zum Beispiel. Aber wirklich, wenn du die Sachen anbauen möchtest, da hast du eine sehr große Erfolgschance, wenn du die beispielsweise in einem Topf oder in einem Kübel ansetzt und vielleicht noch, wenn du einen Balkon zusätzlich hast, die da hinstellst. So kann man die wirklich am besten anbauen. Falls dir das Video gefallen hat, kannst du mir gerne zeigen mit einem Daumen nach oben. Schreib mir auch gerne unten in die Kommentare, ob du Paprikas, Chilis und Auberginen anbaust, wo du am besten die Erfahrung gemacht hast, Gewächshaus, Freiland, Hochbeet, Hügelbeet oder ganz einfach in einem Topf. Vielleicht hast du sie auch schon mal im Kompost angebaut oder in einem Keyhole-Beet. Alles sehr spannende Frage. Schreib mir doch gerne bitte ausführlich deine Erfahrungen unten in die Kommentare. Funktioniert in den letzten Videos sehr gut. Ich bin auch sehr dankbar für euch, dass ihr auch die Zeit da rein investiert, mir ewig lange Texte rauszuschreiben. Manche antworte ich, manche nicht, aber ich lese mir alles durch. Nimm auch sehr viele wertvolle Erfahrungen mit. Danke dafür, für euer Engagement, für eure Zeit. Vielen Dank dafür. Dann kann ich nur noch sagen, werdet auch zur Samenschleuder und begrünt mal ein bisschen diese Erde. Die hat es bitter nötig.